Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, habe ich heute meine Brille an. Die habe ich nicht oft an, weil, wie ihr auch schon sehen könnt, da spiegeln sich hier mein Ringlicht drin und das wollen wir ja nicht. Aber es hat heute einen ganz speziellen Grund, dass ich sie doch anhabe. Und zwar habe ich euch einen Brillen-Make-up kreiert. Tada! Und zwar einmal auf der Seite, wenn man kurzsichtig ist und auf der Seite, wenn man weitsichtig ist. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass ihr natürlich gerne bei meinem Instagram vorbeischauen könnt. Ich heiße da Tasminique, genauso wie hier. Und dort seht ihr viele verschiedene schöne Bilder. Dann geht's jetzt aber hier mal los. Wir wollen ja wissen, wie wir uns schminken, wenn wir eine Brille aufhaben. Los geht's! Der erste wichtigste Step ist natürlich einfach eine schöne gleichmäßige Haut. Dafür ist halt natürlich einfach eine leichte Foundation immer ganz gut geeignet. Ich nehme hier immer total gerne von NYX die Bare With Me Tinted Skin Veil. Ihr solltet natürlich halt auch immer gucken, dass die Foundation, die ihr auswählen wollt, auch zu eurem Hauttyp passt. Und ach genau, an der Stelle habe ich sogar einen kleinen Tipp für euch. Ich habe einen Hauttyp-Test kreiert. Da könnt ihr nämlich einfach anhand von 5 Fragen rausfinden, welchen Hauttyp ihr habt. Genau, ich verlinke den mal euch unten in der Infobox. Es ist ein PDF mit auch ein paar Informationen noch zu den verschiedenen Hauttypen. Dürft ihr gerne einfach mal vorbeischauen und den Test machen. Würde mich sehr freuen. Und für euch ist es ja natürlich auch gut, wenn ihr wisst, was für ein Hauttyp ihr habt. Dann könnt ihr nämlich da auch dementsprechend eure Foundation aussuchen. Ich nehme ultra gerne von Maybelline den Fit Me Concealer. Den gibt es in der Drogerie, der ist nicht ganz so krass teuer und ich finde, der ist gut, der deckt. Ansonsten kann ich immer die hier von NARS empfehlen. Das sind die Radiant Creamy Concealer. Puder darf natürlich nicht fehlen. Der zweite wichtige Tipp sind einfach, dass man schöne Augenbrauen hat. Weil die Augenbrauen, wie wir ja auch letzte Woche gelernt haben, sind der Rahmen des Gesichts. Die verkomplettieren eigentlich den ganzen Look noch. Wie ich meine Augenbrauen schmink, habe ich ja letzte Woche relativ gut gezeigt. Da würde ich sagen, das skippe ich jetzt einfach. So, meine Augenbrauen habe ich jetzt nachgezogen. Ich möchte euch auf der Seite zeigen, wie man Make-up schminken würde, wenn man kurzsichtig ist und auf der Seite ein Make-up schminken weitsichtig ist. Weil die Gläser sind dann ja anders geschliffen und wenn man durch die Brille durchguckt, sieht man halt das Gesicht total anders. Bei Kurzsichtigkeit, also auf der Seite, würde man das Auge viel kleiner sehen und auf der weitsichtigen Seite würde man das Auge viel größer sehen. Je höher die Dioptrie ist, desto größer ist auch der Effekt. Deswegen habe ich mir hier schon mal Highlighter und die Augenbraue getan. Das lässt einfach die ganze Braue noch so ein bisschen nach oben heben. Genauso wie im Innenwinkel, das lässt dann auch das Auge wacher, frischer und strahlender, größer erscheinen. Wir schminken jetzt auf jeden Fall das Lid erstmal in heller, schimmernder Farbe. Ich nehme jetzt hier die 1991 Palette von Alicia Marie in Zusammenarbeit mit BH Cosmetics. Und davon nehme ich jetzt als allererstes mal den Ton Pixie. Und ich würde aufpassen, wenn man einen schimmernden Ton wählt, dass der jetzt nicht so krass glitzert. Sollte man hier in der Lidfalte das ein bisschen dunkler gestalten und es dann sozusagen nach außen schön ausblenden lassen. Ich nehme hier jetzt mal das Safe Word. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Brille habt. Und wenn ja, ob ihr kurz- oder weitsichtig seid. Würde mich interessieren. Und ich meine, je nachdem, wie intensiv man sich schminken möchte, desto mehr oder weniger viel Lidschatten packt man halt eben aufs Auge. Was man aber dazu sagen sollte, die Brille schluckt halt relativ viel Farbe und Licht durch die Gläser. Das heißt, wenn ihr halt wollt, dass man das dann durch die Brille noch durchsieht, solltet ihr mehr drauf packen, als ihr eigentlich nutzen würdet. Also am unteren Wimpernkranz entlang. Dann nehme ich mir einen Blendepinsel zur Hand, übe der Lidfalte hier schön aus, dass es auf jeden Fall keine harten Kanten gibt. Dann auch hier unten nochmal. Was ihr mal jetzt noch machen kann, wenn man das möchte, auf die Wasserlinie, also das ist die Linie hier direkt am Auge, dass man da noch einen beigen oder weißen Kajal aufträgt. Dann gehe ich jetzt mal rüber hier zu der Seite und nehme jetzt auch mal nochmal den Safe Word Ton und fange hier an, in der Lidfalte den Ton aufzutragen, versuche ihn aber nicht wirklich nach oben auszublenden. Das heißt, ich bleibe wirklich relativ präzise in der Lidfalte. Also um das Auge kleiner wirken zu lassen, bietet es sich immer am meisten an, wenn man matte Töne nimmt.
weil matt tritt meistens eher ein bisschen zurück. Ein bisschen dunklere Töne baue ich mir da jetzt halt die Farbe so lang auf, bis mir eben die Dunkelheit genügt. Ich meine, wenn ihr jetzt wirklich euch eigentlich nicht so arg viel schminkt und ihr im natürlichen Bereich sein wollt, dann einfach den Hinweis, bleibt bei matten Farben und im nichts Schimmerndes. Und dann blende ich hier vorne den Ton Echos. Ich nehme jetzt mal nochmal meinen Blendepinsel zur Hand. Hier für den unteren Wimpernkranz nehme ich jetzt auch nochmal den ersten Ton. Wenn man das möchte, man könnte sich hier die Wasserlinie, die wir auf der Seite weiß oder beige gemacht haben, noch schwarz schminken. Jetzt geht es dann über zum Eyeliner. Da ist das auch ein bisschen abhängig von eurem Brillengestell. Meine Brille hat ja hier so einen feinen, dünnen Metallrahmen. Wenn man entweder das hat oder zum Beispiel auch gar keinen Rahmen an seiner Brille, sollte der Eyeliner auch wirklich sehr schmal ausfallen, wenn man einen machen möchte. Einfach damit es zum Brillengestell passt. Es sollte sich alles unterstützen. Und bei einer Brille mit einem breiteren Rand kann man dann dementsprechend auch ein bisschen einen breiteren Eyeliner ziehen. Man kann natürlich auch gar keinen Eyeliner machen. Und hier könnt ihr jetzt auch nochmal den Unterschied sehen. Hier ein dünnerer Eyeliner und hier einfach ein dickerer. Als nächstes ist dann auch noch die Wimperntusche ein ganz wichtiger Punkt, weil die lässt einfach dann auch die Wimpern so richtig schön hervortreten und das Auge nochmal größer wirken. Deswegen wollen wir hier so richtig schön Mascara draufhauen. Und unten zum Beispiel auf der Seite sollte man entweder wenig oder keine Mascara auftragen. Und hier auf jeden Fall auch unten richtig tuschen. Ich zeige euch jetzt mal hier noch das Ergebnis ein bisschen näher, damit ihr es einfach ein bisschen gescheit sehen könnt. Hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Tschüss!